Da, wo der Tacho gerade ist, drunter. Hoch, war schön. Der war nice. Mikrofon aktiviert. Und ein Stackleder. Hab ich mal, wo Tarokin geht. So, ich bin wieder da. Und dann gehe ich jetzt auch nochmal in die Höhle unten. Das ist doch nicht wahr! Nein! Was hast du gemacht? Immer diese Skelette, ey! Warte mal, ich töte die gerade mal wieder, die bei der Cobblestone-Brücke stehen. Ich versuche jetzt, ey, hoffentlich haben die jetzt nicht das runtergeschmissen, was ich denke. Nein! Warum sterbe ich denn so schnell? Warum habe ich nur noch 4 Herzen? Ja, töte die mal bitte. Der Creeper da oben ist weg. Hast freie Bahn. Super. Oh, deren ganze Base ist voll mit Zombies. Frag mich ja, warum hier immer noch Mobs spawnen. Ich habe doch alles eigentlich erleuchtet. Na, wahrscheinlich Spawner oder irgendwas. Stimmt, das kann sein. Ja, ich hab die Beine abgeschossen, weil ich das so Angst hatte. Ist alles weg. Der Bogen und das. Okay, warte mal, was ist denn hier oben noch in dem Bogen drin? Halt keine Flammen mehr, aber die Flammen sind ja eh relativ unwichtig, wenn ich, wenn's regnet. Die ganzen guten Sachen. Okay, ich kann. Wir sind jetzt auch gerade auf die Idee gekommen, alles zu erhellen. Da ist Dave tot. Okay, das habe ich gesehen. Okay, ich sehe von hier aus, sehe ich so ein. Drüben bei den anderen ist so ein Raum. Ganz unten aus Bricks. Warst du da schon? Du meinst den da? Wo ich gerade hinschieße? Ehre zumindest. Warte, mach nochmal. Der da? Unter der Lava oder? Nein. Da, wo der Tarot gerade ist, drunter. Hoch, war schön. Der war nice. Kundschafter Lukas, wie sieht's bei dir aus? Halbes Herz durch Gift, ich renne jetzt zurück. Reicht mir langsam. Und noch ein. Perfekt. Ich sehe nichts mehr durch Übelkeit, aber sonst war es in Ordnung. Ah, du scheinst ja dann noch da, dann dir scheint es dann ja doch noch relativ gut zu gehen. Ja, also ich habe jetzt Hunger ist bei mir jetzt leer, die Balken. Ein halbes Herz, heißt Zombie und ich bin tot. Na, und toll. Auf mich kommt gerade ein Zombie zu. Und ein Creeper. Kannst du gleich bei der Lava-Brücke dann gucken, weil ich komme da jetzt lang. Wo ist die überhaupt? Jo, mach ich. Die ist hier rechts vom Tower. Okay. Halbes Herz. Oh, hast du super gemacht, Creeper. Die Kiste braucht keiner. Warum solltest du die auch stehen lassen? Wo sind die anderen hin? Okay, ich komme. Die ersten sind schon drüben gewesen. Goddammit. Haben die schon Wolle oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich sorge auf jeden Fall, dass sie nicht gerade mal die Treppe hochkommen. Nee, Wolle haben sie noch nicht. Noch nicht, aber halt. Ja, der eine kam halt über. Oh, ein halbes Herz. Aber das hatte ich auch noch nie, dass ein Creeper mir das Leben gerettet hat. Nein, das Skelett bei uns in der Base und das schießt auf mich. Oh, in der Base? Ja, in der Höhle, das ist unfair. Och nee, der okay, Creeper hat die Ranken kaputt gemacht. Nach oben. Ja, ich baue mich einfach hoch. Aber ich konnte 2 goldene Äpfel immer noch retten. So, wo ist denn jetzt der Eingang in eine andere Höhle? Denn hier ist ja jetzt nichts mehr. Ja, dann müsste man jetzt weitergehen. Okay. Aber das sollten wir, glaube ich, mal zu zweit machen. Mhm, dann regge ich noch kurz. Ich bin nämlich halb tot. Ja, nicht nur ihr. Ich hab auch nicht mehr. Hast du inzwischen noch ein bisschen Eisen gefunden? Nee, gar nichts. Da unten ist er, komm. Joho, der war schön. Und noch mit dem Stärkebogen, das ist schön. 2 Schüsse und die sind weg. Yes!
Boah, ich will gar nicht wissen, wie die sich gerade am Aufregen sind. Ja. Gießen wir eigentlich gerade eigentlich nur noch alle ab? Oder? Ja. Ja, wir müssen da noch kurz regen, dass wir wieder runter können. Okay, also ich gehe jetzt mal wieder los. Willst du jetzt mitkommen? Jo, warte, ich schieße den Tauch noch kurz tot. Der ist gleich tot. Ich werfe dir mal kurz einen goldenen Apfel zu. Da. Danke. Ja, aber passt eh. Ich muss nur noch kurz ein neues Schwert holen, meinst du, ist fast kaputt. Aber warte, ich kann uns ja mal kurz volle Lederrüstung machen. Das ist gut, denn ohne Rüstung geht gar nicht. Rock geht nach unten. Oh, ich würde ja am liebsten einfach den Enderman anschießen, aber okay, hab ich aus Versehen gemacht. Ich bin Level 2, soll ich einem irgendwas verzaubern? Nee, passt. Ich bin auch Level 9. Ich würde ja beinahe sagen Bogen, aber... Doch, verzauber den. Denn mit dem Stärkebogen... Ja. Ich hab ja einen Bogen mit Stärke 1. Brauchst du nur zweimal treffen, dann sind die direkt hoch. Warte mal, hier oben werden wir sonst noch ganz viele Bögen. Ich geh dann mal erstmal wieder gucken, wo Tork sich rumtreibt. Der scheint... Stärke 1, doch so viel. Das war perfekt, besser als mein Flame gerade. Hier ist noch einer. Guck hier, Stärke 1. Vielen Dank, das nenne ich Teamwork. So. Nur die Frage ist, wo die anderen gerade sind. Die buddeln sich da gerade nämlich nach unten in diese. Ich sehe das. Okay, komm, dann gehen wir mal, oder? Ja. Verdammt, ich habe schon wieder keine Blöcke mit. Ich will mir jetzt ein bisschen Dirt. Würde es alles einfacher machen, wenn ich aufhören würde, so verdammt zu laggen. Oh, tschau. Ich brauche jetzt noch ein paar Blöcke wegen der Brücke von da hinten. Hier liegen welche. So kann man dem ich Creeper seine Arbeit machen lassen. Du hast schon Bekanntschaft mit dem Creeper gemacht? Okay, Gott, die sind überall, die drei. Überall. Okay, kommst du ihm zur Brücke hinten? Warte, ich schieß noch eben die TNT-Kanone von den anderen kaputt. Wo bist du denn? Ich bin jetzt hier an der drüben. Brücke. Auf der anderen Seite. Ah. Ich bin jetzt bei dem Villager. Bei welchem Villager? Mit den Büchern. Achso, du bist wieder zurückgegangen. Ah ja, ich war ja drüben, hast du gesagt, auf der anderen Seite. Ja, auf der anderen Seite zurück. Von Wolle. Was, die haben Wolle? Nein, die haben noch keine Wolle. Noch gar keine? Die werden das wahrscheinlich so machen, dass wenn sie Wolle haben oder so, die sammeln die erstmal, die 4 Stück. Wo geht das denn hier Ich glaube, ich gehe den langsam auf die Nerven, weil bei mir jetzt schießen die gerade alle mich ab. Da probieren sie zumindest. Hier musst du aufpassen, hier gibt es diese blöden Tränke. Hab ich gemerkt. Hey, wo kommen die her? Ah. Warte, ich muss kurz. Alter. Hilfe! Ich habe nur noch 3,5 Herzen, Alter. Ich erstmal den goldenen Apfel. Sonst überlebe ich das nicht. Ich habe gerade einen Spawner entdeckt. Kann ihn aber nicht abbauen. Bin ich auf der anderen Seite. Boah, bei meinem Glück laufe ich natürlich auch immer genau in die Blöcke. Es scheint ganz so, dass ich nicht mehr wirklich hier am Tower zu stehen muss. Hatten wir noch irgendwo Essen? Ich habe ein halbes Herz. Hatten wir irgendwas was zu essen noch hier in der Base stehen? Oder? Im Ofen sind noch Ofenkartoffeln. Nee, Alter. Warum denn hier immer noch? Hier hast du sowas. Wartet ihr den Ofen hingestellt? Warum bin ich denn auch gestorben? Ey, man kann doch gar nicht. Da ist da eine Blaze. Da war gar nicht. Hä? Oh, das nervt doch jetzt. Nicht den ja ernst. Ey, wie konnte das denn passieren? Diese Map frustriert so. Naja, ich hatte nicht unbedingt
viel dabei. Nur halt, der Bogen ist ein bisschen ärgerlich. Die haben Wolle. Die haben rote Wolle. Ja, gut. Ja. Jetzt erst. Setzen sie nicht. Hey, wo hast du das dann gesehen? Doch, jetzt will er nach oben. Ich versuche ihn abzuschießen. Boah, das wäre so nice, wenn der jetzt deshalb noch sterben würde. Und dann die Wolle runterfallen würde oder so. Der war schön. Ich glaube, wir sollten das Ding mal gleich machen und uns unsere Übergänge zu den einzelnen Sachen da sichern. Mhm. So, ich verzauber meinen Bogen nochmal und mein Schwert. Ich habe halt nur noch gerade ein halbes Herz und nicht mehr wirklich viele Punkte und die schießen gerade auf mich. Gut. Ja, dann tu am besten mal deine Sachen in irgendeine Kiste und bring dich irgendwie um oder so. Damit du halt die Sachen nicht verlierst. Wart ihr schon drüben bei dem Pilz? Oder oben an diesem Turm mit diesem Lapislazuli? Ja. Also, wir sind bis hinters Pilzbiom an die Lava gekommen. Da sind wir dann angeblich von der Blaze getötet worden. Irgendwas, was ich beim Pilzbiom erachten muss? Ja, da sind Geht so Tränke, da sind Tränke, die dir Gift, Hunger, diese Schwindeligkeit oder Übelkeit verpassen. Ich wollte da nicht hingehen. Ja, also okay. Wenn du wenig Leben hast. Ich hab eh nur noch ein halbes Herz gerade. Hast du denn deine Sachen weggebracht? Was? Hast du denn... Ja, wisst ihr, was Sinn machen würde? Wie wär's... Wie wär's denn, wenn wir uns Betten... Ich bin jetzt auch beim Pilzblumen wieder. Wenn wir uns Betten irgendwie weiter vorne hin machen würden, damit wir dann halt immer da spawnen und nicht mal den Weg wieder latschen. Ja, wäre mein Plan. Ich liebe das ja. Ich habe immer Glück bei sowas. Mega Glück. Bedeutet, ich laufe immer in die Blöcke rein. Ist klar, mein Hunger ist ganz weg, natürlich. Irgendwie Blöcke? Ja. Wir können das natürlich auch einfach mit Dirt einfach nach oben bauen und dass diese ganzen Pilze umgehen. Oh, hier liegen ja, sogar aber noch die Sachen. Tränke kommen von oben. Das sind tatsächlich Blaze. Ist das blöd. Wow. Aber es kann sein, dass die unsichtbar sind, denn ich sehe die gar nicht. Alter, das ist ja mega kacke. Oh, Alter. Ist das Pilzbiom kacke? Mann, Alter, ich raste aus. Diese scheiß Übelkeit. Also, ich würde sagen, mit der schlechten. Oh ne, es wird's Nacht. Mit der schlechten Rüstung. Komm, ich hab ein Eisenschwert. Bitte drop das Eisenschwert. Zombie. Komm bitte. Ich bin so schlau, ey. Ich gehe hier hin und mach mir nicht mal ein Schwert. Seid ihr die Redstone-Treppe runtergegangen? Ja. Da ist ein Iron Block. Ja? Wo? Da. Komm, was ist denn da alles? Wo bist du denn? Über dir. Warte, ich komme, ich habe eine Spitzhacke dabei. Ich baue mich jetzt mal an der Seite lang. Darf man denn überhaupt über die Grenze halt raus? Also man darf sich ja hier runtergraben, aber man darf sich auch nicht rübergraben. Nein, mache ich auch gerade nicht. Ja. Aber er hat auch, glaube ich, irgendwas davon gesagt, dass man überhaupt nicht über die Grenze drüber darf. Oder machst du das auch nicht? Nein, guck doch mal nach oben. Ich bin jetzt in dem Haus hier drin. Ich habe mir einfach an der Seite, also an dem Innenseite von dem Raum reingebuddelt. Hier ist Eisen. Ein Eisen. Hast du jetzt drei Eisen dabei? Hast du eine Spitzhacke, um das abzubauen? Hier sind Melonen. Ja, ich habe jetzt. Also, zwei Eisenerz hatte ich ja noch bei dem Dings hingemacht. Okay.
Also theoretisch könnten wir uns auch einfach... Bei der TNT-Kanone. Einfach über dieses... Hier seid ihr. Hi. 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 Eisenschwert. Passt ein bisschen auf, auf der anderen Seite sind warum, genau... Warum hast du dir ein Eisenschwert? Ich hätte mir lieber eine Spitzhacke gemacht, dann hätten wir uns die Diamantblöcke holen können. Nein, hier waren Eisenschwerter. Ne? Ah. Ah? Ah. Entschuldigung, ich bin ein bisschen verplant heute. Out of the world. Ich würde sagen, wir müssen mal gucken, dass wir da rüberkommen, oder? Wie wär's, wenn wir uns einfach über das Pilzbiom drüber bauen und nicht da immer durchgehen? No. Danke! Da löst mir vor die Pfeile, ja. Sind beziehungsweise die? Bogen. Ach so, in dem Nether-Bereich hier sind noch mehr. Wirklich? Diese Mistquoten. Pass auf, hinter dir. Unter dem Pilzbiom ist auch noch eine große Höhle. Da müssen wir irgendwie reinkommen, denke ich mal. Mhm. Bloß ja, toll, ich hab schon wieder alles verloren. Bloß wie kommen wir? Ja, wir kommen im Club. Und jetzt haben wir das Unglück, dass bei uns gerade alle Mobs spawnen und nicht mehr bei denen. Ja, weil hier alles dunkel ist. Ich fange einfach jetzt mal an, mich über das Pilzbiom drüber zu bauen. Ich denke, das ist am besten. Es bringt doch nichts, die Tränke kommen doch von oben. Sicher? Sicher. Ja, ich dachte, die kommen einfach aus dem Boden. Jetzt mal Betten mit. Aus dem Boden in die Luft hochgeworfen. Okay, die beiden Creeper sind schon mal weg. Oh Mann, ey. Das ist doch kacke. Sieht jemand, ob ach, die schon. Das stinkt doch zum Himmel, ja. Sieht jemand, ob die schon über das Pilzbiom drüber sind? Keine Ahnung, also Tarok war gerade noch in dem Lava-Biom. Da drüben ist er. Komm, den hole ich mir. Da kommen sie, alle. Bei denen ist ein Ghast, Alter. Wie kommt das denn? Das ist ja mal nice. Komm, hauen um! In dem Höllenteil ist ein Ghast-Spawner drin. Holy shit. Er hat sich diese Map ausgedacht. Nein, der schießt auf mich! Verpiss dich! Nein! Oh. Das musste ich ihn killen. Meine Fresse, ey, das ist doch behindert. Hast du diese Map jetzt schon, ey? Will auch nicht mehr spielen. Lass einfach alle ausloggen.